Hey ho, meine Lieben. Ding dong, ding dong. 16 Uhr wieder. Geht nicht früher. Und ja, anscheinend habe ich mir, oh schön, den richtigen Tag zum Streichen ausgesucht. Bevor ich jetzt aber streiche, werde ich hier noch die, ja, hier noch auf alle Fälle nochmal drüber schleifen, dass das wirklich schön sauber aussieht und anliegt. Schleifklotz, Hand, grobes Schleifpapier und ja, dann die Leiter schnappen, Farbe schnappen, Pinsel schnappen und schauen, dass ich das Zeug heute noch streiche. Das erste Mal auf alle Fälle, dass es einfach, wenn es feucht wird, schon mal geschützt ist. Ich war lange am Überlegen, wie es machen soll, ob ich alles komplett rot mache oder andere Farbe oder die Pfosten andere Farbe mache. Aber ich mache definitiv alles rot, weil alles andere wird wahrscheinlich komisch aussehen. Genau. So, ich leg los und hole euch nachher wieder dazu. Ob es dann schon die letzte Szene ist oder nicht, ich kann es euch noch nicht sagen. Lecco mio funny, das dauert wieder, Leute. Mein Flehen nach Hilfe heute wurde wieder nicht erhört. Naja, egal. Ich mache jetzt gerade eine kurze Rauch- und Getränkepause. Eine Stunde jetzt schon am Streichen. Und viel habe ich im Prinzip noch nicht geschafft. Eigentlich nur oben rum. Und ja, die Latten halt. Und die hintere habe ich auch schon. Die oberen von unten noch nicht und mein Gott. Ja, ich schaue, dass ich das jetzt heute wenigstens einmal hier durchstreichen tue. Jetzt mache ich zuerst einmal unten schnell weiter, dass ich die Latten weg habe. Zumindest die hier. Wichsen, Gewächsdings da. Dass ich gerade die Kante muss ich auch noch mit dem Pinsel machen. Und hier drin mit dem Pinsel. Naja. Hilft nichts. Ganz kurze Pause noch und dann geht's schon wieder weiter. Und ich hoffe, dass ich das Ding heute soweit fertig kriege. Ein Dreiviertelstunden später ist das Werk eigentlich vollendet. Also ich weiß nicht, ob ich das nochmal streichen werde. Rein theoretisch reicht das Holz einmal. Und gut ist, wenn es mich zu sehr aufregt, kann ich es ja noch mal streichen. Aber naja, vielleicht streiche ich es doch noch mal. Nee, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es echt noch nicht. Was ich auf alle Fälle noch streichen muss, ist die unterste Latte hinten und unten. Das habe ich jetzt heute irgendwie wegen Platzmangel nicht gemacht. Aber da das Geschirr ja eh nochmal rauskommt hier, sollte das ja kein Problem sein. Tja, somit wäre das der Rohbau vom Tomatenhäuschen definitiv fertig und abgeschlossen. Kann man so sagen. Also mir gefällt es richtig gut. Mir gefällt es richtig gut. Morgen wollte ich ja ursprünglich anfangen, das Ding da hinten noch zusammenzukloppen und Müll aufladen etc. pp. Das könnte sein, dass das noch um eine Woche verschoben wird, die Aufräumarbeiten, weil da hinten geht es nämlich mit dem Holzbasteln weiter. Und da werde ich dann unter Umständen von dem Zeug, was da noch rumliegt, von dem Plastikzeugsel, nämlich noch was verwenden. Mhm. Ja, dann muss ich noch aufs Dach rauf, gucken, dass das komplett dicht wird. Naja, also ich habe Arbeit noch, jede Menge. Ja, genau. Aber jetzt zeige ich euch, warum ich da hinten was machen will.
Weil hier fliegt der ganze Rotz und Dreck vom Nachbardach runter. Und da will ich jetzt irgendwas machen, dass der seinen Mist nach drüben wieder kriegt. Das ist echt... Nee. Ja. Dann war es das für heute mit dem Video. Ja, ein paar Minuten werde ich schon zusammengekriegt haben. Und ich sage einmal, Tschaikowski, rein theoretisch, bis morgen. Mhm. Ciao, ciao, wir sehen uns. Jetzt habe ich noch was ganz was Wichtiges vergessen, wo mich auch jemand darauf hingewiesen hat, ob es nicht Sinn machen wird, ganz hinten hin noch ein bisschen eine Dachrinne hinzubasteln. Wenn ich mir das so überlege, ja, es macht definitiv Sinn, weil dann läuft schon mal nicht über die Pfosten drüber etc. pp. Und ich kann das hier seitlich abführen, das Wasser. Und mir läuft es dann auch nicht von hinten unten rein. Jo. Also Dachrinne ist auch noch geplant. Eine einfache kleine aus Kunststoff oder so. Ich würde einfach wild hemmungslos hingespackst.